So, und es geht wieder weiter mit BioShock und den drei fehlenden Bildern. Ja, wo müssen wir jetzt erstmal hin? Kein Zeichen, okay. Das heißt, Quest, töte Silas Kopf, töte Martin Finnegan und töte Hector Rodriguez. In einem vereisten Abschnitt der Poseidon Plaza eingesperrt. Wo ist ein Poseidon Plaza? Ach, Moment, wir machen das einfach anders. Wir gehen jetzt hier durch. Die Tür zum Poseidon Plaza steht dir jetzt offen, kleine Motte. Warum nennt er uns eigentlich immer kleine Motte? Verdammt, so. Oh, das geht mir ein bisschen zu schnell. Ach, fertig, perfekt. Wo ist denn der Poseidon Plaza? Das gefällt mir gar nicht, wenn ich sowas nicht weiß. Hm, keine Ahnung. Was? Wo? Okay, die ballern sich gegenseitig ab. Ja, das ist ja mal was. Die ballern sich ernsthaft gegenseitig ab. Na, dann lassen wir sie mal. So, komm zum Plattenladen. Du willst uns einsperren, alter Mann? Och, das macht Copsy nichts aus. Ich habe dich geliebt. Ich dachte, du wärst ein musikalisches Genie. Weißt du warum? Weil du meine Miete bezahlt hast, du altes Wrack. Komm zum Plattenladen. Ich zeig dir, was ich von deiner Katzenmusik halte. Ja, das sind immer so echt manche lustige, interessante Nebenstories, die da so erzählt werden. Ich höre mir sowas immer gerne an, eigentlich. Eigentlich in jedem Spiel. Und ja, deswegen bin ich da auch immer leise, höre sie an und ja. Ah, man kann ja Waschbecken benutzen. So, ja, wir haben jetzt hier das Maschinengewehr noch eingenommen. Schon wieder Feindkontakt, da kam also schon wieder Gegner vorbei. Da ist er ja. Bleib stehen. So, das war's mit dir. Ach, hier ist noch eine Lagerkiste. Dollar können wir leider nicht mehr aufnehmen. Sophia Salon. Warum ist hier niemand? Das macht mir echt Angst. Bam. Oh, den kann man nichts zufügen. Schade auch. Wild Bunny oder Wild Bunny. Wild Bunny von Sander Cohen. Ich will die Ohren abnehmen, doch ich kann nicht. Ich hüpfe, und wenn ich hüpfe, komme ich nie vom Boden weg. Das ist mein Fluch, eine ewige Verdammnis. Ich will die Ohren abnehmen, doch ich kann nicht. Das ist mein Fluch, mein verdammter Fluch. Ich will die Ohren abnehmen. Bitte, nimm sie ab. Bitte. Okay, also Sander Cohen ist ein etwas verrückter Bursche, so wie man das gerade gehört hat. Und hier ist noch ein weiteres Tagebuch, und zwar Streit unter Künstlern. Obwohl ich früher oft in Little Italy auf Streife war, schockiert mich die Kaltblütigkeit dieser Künstlertypen immer noch. Diese wilde Braut, Culpepper, und dieser durchgeknallte Cohn haben Streit miteinander und erwarten jetzt, dass meine Sicherheitstruppe für eine der Seitenpartei ergreift. Als nächstes werde ich dann in Ryans Büro gerufen, um mich mit ihm über die ganze Sauerei zu unterhalten. Diese gottverdammten, behämmerten Künstler. Ja genau, immer die Künstler. Da sprichst du ein wahres Wort, Sullivan. Ach, die Musik. Mal wieder schön ohne Ende.
Oh, was ist denn da los? Ach, da ist ein Kopf dazwischen, deswegen geht die Tür nicht zu. Ach, da könnten wir doch gleich mal hier ein bisschen Kohle ausgeben. Da. Und dann brauche ich das hier. Perfekt. Nein. Nein, 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 nein. So. So. Oh, das kann schwer werden. Das kann richtig schwer werden. Noch ein waagrechtes brauche ich. Es gibt kein waagrechtes mehr. Was soll denn das? Toll. Naja. Die Maschine hat einen Kurzschluss. Wir machen das Ganze nochmal. Oh, 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 oh. Mal ganz ehrlich, wie soll man das immer in so einer kurzen Zeit schaffen? So, diesmal hat's aber hingehauen. Geht doch, na endlich. So, Pistolenkugeln kaufen wir, Schrot kaufen wir, Schrot ist immer gut. MG-Patronen auf jeden Fall. Und wir haben schon wieder kein Geld mehr. Das heißt, wir können mal alles nachladen. Wir haben jetzt auch eine Armbrust, das ist echt geil, das Ding. Le Marquis de Poc de Topaco. Ja, wir sind in irgendeiner Bar. Ha, 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 ha. So, du gehörst mir. Und wie wir sehen, wir finden diese Leute, die wir da fotografieren müssen, überhaupt nicht. Aber naja, was soll's. Kann man nichts machen. Ich brauche ein Teil, das jetzt nach oben geht. Und zwar das hier. So und so. Fertig. Und das Teil gehört ebenfalls uns. Das mache ich immer gerne, dass die Teile hacken, weil wenn hier mal Leute vorbeikommen, werden sie auch getötet. So werden wir auch weniger erschreckt und sowas. Edelzigaretten. Irgendeine angeheuerte Mieze wollte mir diese noblen Oxford-Klappklimmstängel verkaufen. Ich sagte nein, danke. Ich bin und bleibe immer ein Nikotimraucher. Weshalb? Sie schmecken gut und kosten nicht mal die Hälfte. Wen juckt's, ob die Dinger aus Muschelschalen und Fischeiern hergestellt sind? Wow. Na gut. Hallöchen. So. Wir haben jetzt, während da das Tagebuch lief, eine Waffen-Upgrade-Station gefunden, in der ich jetzt das MG, also dem seinen Rückstoß verringern haben lass. Haben lass, das hört sich komisch an. Ja, das heißt, ich kann gezielter schießen, ist immer gut. Die Teile machen mir Angst. Und zwar sehr. Gut, die hängen immer noch da, nicht, dass sie sich auf einmal bewegen oder sowas. So, wir müssen jetzt eigentlich nach oben wieder, oder? Ja, wir gehen jetzt erstmal nach oben. Hier in der Mitte nach oben, meine ich. Und von hier aus geht's jetzt kurz da lang. Da ist nämlich noch ein kleiner Raum. Der schon etwas heruntergekommen ausschaut. Okay, die wurden hier gefesselt. Den ging's auf jeden Fall nicht gut. Ein Tagebuch, die Zweifler. Rapture geht vor die Hunde. Und warum? Wegen denen,
die immer hinter den Kulissen wirken. An der Hochschule, in den Galerien von Soho, sogar hier unten in diesem sogenannten Utopia. Die Zweifler. Der Brian weiß Bescheid. Wir kommen gut klar miteinander. Ja, auf den Straßen fließt Blut. Ja, manchmal verschwinden Leute. Und diese schrecklichen kleinen Mädchen. Tja, die Zweifler denken eben, man könne ein Bild malen, ohne sich den Kittel zu beschmutzen. Ja, und du bist verrückt. So, fertig. Das Teil gehört mal wieder uns. Ich höre da außen schon wieder irgendwen. Jetzt geht's eigentlich nur hier entlang. Poseidon Plaza. Oh, hier ist etwas kalt. Ich kann deinen Atem sehen. Der Eismann kommt. Du glaubst, du kannst mir hier drin den Rest geben? Du alter Spinner? Die anderen Schwachköpfe, die du in die Gefrierkammer geworfen hast, sind wie die Kaninchen in Panik ausgebrochen. Ich hab einfach zugesehen und abgewartet. Und als sie langsam eingegangen sind, habe ich angefangen zu suchen. Hab mir einen kleinen Splicer-Cocktail gemixt. Wenn du nicht aus der Kälte raus kannst, musst du dein Herz in Eis einpacken. Und dann kommt der Eismann, Thunderbaby. Dann kommt irgendwann der verdammte Eismann. Okay, das war auch der, den wir jetzt umbringen müssen und wieder ein Foto machen müssen. Martin Finnegan. Wer ist das? Wo geht's hier entlang? Oh, das hätte ich nicht machen sollen. So, Moment mal kurz, wir speichern mal. Denn das Ganze wird mir zu unheimlich. Bam. Ich friere ein und eingefroren. Scheiße, ist das kalt. Ich schätze, der alte Kauz hat sich endlich entschlossen, jemanden herzuschicken. Der Hurensohn will mich hier erfrieren lassen. Ich habe eine ganz besondere Pose für dich ausgewählt. Das glaube ich eher nicht, denn du stirbst. Okay, wir haben uns wieder befreit, warum auch immer. So, die zerschießen wir mal alle. Fotografiere Finnegans Leiche. Ach, das war Finnegan. Mach ein Foto von ihm und setz es in das Quadrichon ein. Ich fühle mich so voll wie ein schwangeres Weib. Ach, das Teil brauchen wir nicht. Okay, wir setzen noch schnell das Bild in den Rahmen, wie er gesagt hat. Oder hoffe ich mal, wenn das nicht zu lange dauert. Ich höre da schon wieder irgendwen. Big Daddy! Ach, hier müssen wir auch noch Little Sisters befreien. Das heißt, den können wir doch gleich mal umbringen. So, Moment. Und er ist gleich besiegt. Wow, der geht ganz schön ab, der Junge. So, das war's aber mit ihm.
Jetzt noch schnell die Little Sister retten. So, das war's. Mit deinem Teufel in dir. So, jetzt noch das Bild einsetzen. Ja, jetzt müssen wir von den anderen noch die Fotos holen, doch das passiert dann im nächsten Part und deswegen bis dann. Wir haben jetzt auch schon etwas überzogen.